Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder an den Fernsehgeräten und im Internet und Radio. Die Zöllner in der damaligen Zeit waren nicht sehr beliebt, weil viele von ihnen die Chance genutzt haben und ausgenutzt haben, von denen, die in die Stadt hineinkommen wollten, um ihre Waren anzubieten, zu verkaufen, zu viel Geld zu nehmen, und haben ihre Macht missbraucht. Sie haben die Menschen nur dann in die Stadt hineingelassen, auf den Markt gelassen, wenn sie neben dem üblichen und angebrachten Zoll auch noch etwas ihnen gaben, das in die eigene Tasche steckten. Damit wurden sie immer reicher. Damit war neben dem zu viel Nehmen, also dem Betrug, auch noch Neid bei vielen Menschen, weil sie immer reicher wurden und in gewissen Kreisen ein Ansehen hatten, aber doch eher mit wenig Freunden rechnen konnten. Und gerade einen solchen Menschen ruft Jesus: Matthäus, folge mir nach. Und dann das Essen bei ihm in seinem Haus. Schön wird berichtet, dass zu diesem Essen viele Zöllner und Sünder kamen. Es wird hier nicht beschrieben, wie es dazu kam, dass diese Zöllner und Sünder auch zum Essen kamen, ob sie eingeladen waren. Es klingt ja eher so nach einem spontanen Essen und dass sie anders gehört haben und sich mit dazusetzen, wie eine Anziehungskraft, die Jesus auf diese Menschen hatte. Aber es mag eine Deutung sein, die jetzt nicht unbedingt hier im Text zu finden ist. Auf jeden Fall bleibt es nicht in diesem kleinen Kreis Jesu, Matthäus der Zöllner und die Jünger, sondern andere Zöllner und Sünder kommen hinzu. Der Neid, den die durch reichen Zöllner auch erleben mussten und erlebten, dieser Neid setzt sich fort in diesem Sprechen der Pharisäer mit den Jüngern. Wie kann er sich denn zu Zöllnern und Sündern setzen? Das ist doch nicht in Ordnung. Zum einen, wenn Jesus der von Gott Gesandte ist, dann muss er doch wissen, dass es sich um einen Sünder handelt, und ein reiner, von Gott Gesandter darf sich nicht unrein machen, wenn er sich mit den Sündern zusammensetzt und mit ihnen Kontakt pflegt. Oder, zweiter Gedanke, in die gleiche oder ähnliche Richtung: Wir sind doch die, die sich für das Wort Gottes einsetzen. Wir sind doch die, die ja die Anerkennung in der Stadt haben, die für Ordnung sorgen, die dafür sorgen, dass die Gesetze Gottes gehalten werden, die die Heiligen Schriften auslegen, die versuchen, ja ganz nach den Geboten Gottes zu leben, also müsste der Gesandte Gottes doch zu uns kommen, uns die Anerkennung geben und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass die anderen Menschen das auch sehen, dass der Auserwählte Gottes zu uns kommt. Aber zu uns kommt er nicht. Neid, könnte man sagen. Und dann dieser Satz, der so einprägsam ist: nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Damit wollte Jesus ein Beispiel geben, wie so oft. Nicht nur durch Worte und durch Predigten, sondern durch sein Handeln gibt er ein Beispiel und ein Vorbild. Für uns, liebe Schwestern und Brüder, durchaus die Frage: Was ist die Sendung der Kirche in heutiger Zeit? Was ist unser Auftrag? Worum sollten wir uns bei immer weniger Menschen, die Jesus in der Kirche nachfolgen, mit auch immer weniger Geld, das uns zur Verfügung steht, mit weniger Priestern, die zur Verfügung stehen, was ist das Wichtigste, was keinesfalls aufgegeben werden darf, neben der Feier des Gottesdienstes natürlich Gott die Ehre zu geben an erster Stelle, aber was ist anschließend wichtig? Wo sollte Kirche erfahrbar und spürbar sein? Natürlich müsste man sagen, überall, selbstverständlich. Das Reich Gottes soll sich ausbreiten, alle Menschen erreichen. Aber wenn ich nur 24 Stunden Zeit habe am Tag, wofür setze ich diese Zeit ein? Das ist jetzt nicht nur die große Frage an die großen Strategien der Kirche, in der Pfarrseelsorge oder an dem Erzbistum, sondern gilt ja für jeden von uns. Was mache ich mit meiner Zeit heute? Wie setze ich diese Zeit gut ein? Wo kann ich heute etwas Gutes bewirken? Tue ich das und gehe ich dahin, wo ich sowieso Anerkennung habe, wo man willkommen ist, wo man Gleichgesinnte trifft? Das muss ja nicht schlecht sein, das kann einander auch stärken und Kraft geben für andere Dienste.
Wo soll der Pastor mit weniger Zeit, aber immer mehr Gläubigen, immer größeren Gemeinden, einer immer größeren Zahl von Pfarreien und von Kirchen, wo soll er hinkommen? Es ist wichtiger, zu jeder Adventsfeier zu gehen, zu jedem Kaffee trinken, weil es Zuwendung auch bedeutet. Muss ja nicht schlecht sein. Und damit vielleicht einen kleinen Prozentsatz derer zu erreichen, die auch sonst treu zur Kirche stehen, die zu stärken. Oder gilt der Satz, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, dass wir auch zu denen gehen, die damit gar nicht rechnen. Sich auf einen Marktplatz zu stellen, zum Gespräch zur Verfügung zu stehen, einen Hausbesuch zu machen bei jemand. Dann könnte man sagen, naja, das eine Gespräch, der eine Hausbesuch, der eine Stunde dauert, in der Stunde hätte er doch vieles andere machen können. Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Wenn sie alle zum Arzt gehen würde, hätte der Arzt keine Zeit mehr für die Kranken. Sehr einleuchtend. Diejenigen, die gerettet sind, brauchen nicht den Retter und den Heiland, denn sie sind ja schon gerettet. Aber die, die sich verirrt haben, die gesündigt haben, die ihre Schuld einsehen, nichts rückgängig machen können, aber versuchen, mit dieser Schuld zu leben und Gutes zu tun, die brauchen die Stärkung und die Unterstützung, damit sie Kraft haben, ihr Leben weiter zu gestalten. Nicht äußere Opfer, sondern Barmherzigkeit möchte Jesus, dass alle, die ihm folgen, leben. Und deshalb beruft er den Matthäus, vom Zoll weg, ihm nachzufolgen und geht zu ihm in die Wohnung und isst bei ihm. Was das bedeutet, viele Zöllner und Sünder kommen und kommen damit mit Jesus in Berührung. Er hat sich also nicht nur einem zugewandt, sondern mit der einen Tat, dem einen Ruf und dem einen Besuch im Haus hat er viele Menschen erreicht, die das sicherlich nicht vergessen werden. Amen.